Immer nach oben, Martin Schwedt aus Radolfzell. Hoch kommt er überall. Klettern ist für Martin Schwedt im wahrsten Sinne des Wortes Leben. Auf der ganzen Welt ist er unterwegs, wie hier im Ruwenzori-Gebirge in Uganda. Sein großes Ziel, die höchsten Berge jedes Erdteils, will er besteigen. Martin Schwedt an der Kletterwand. Alles sieht so leicht und elegant aus. Dabei ist Martin ein schwerkranker Mann. Seit 8 Jahren sitzt ein Krebs in seiner Halswirbelsäule, inoperabel. Ohne das Klettern und die Berge, so sagt er, wäre er schon lange tot. Ich denke, dass ich ohne dieses Tun und Machen sicherlich nicht mehr am Leben wäre. Mir würde dieser Fokus fehlen, weiter das Leben als positiv anzusehen, einfach Sachen zu machen, die positiv für mich sind, die ich einfach dann, die mich am Leben halten, mich so weit pushen, auch dem Krebs die Stirn zu bieten und sagen, hey, ich akzeptiere das einfach nicht. Auch wenn es manchmal schwer fällt, er geht seinen Weg. Martin Schwedt trainiert in den Wäldern bei Radolfzell für sein nächstes, bislang größtes Abenteuer. Zu Fuß will er durch die Antarktis, darum der 70-Kilo-Reifen. Eben die Muskeln stärken, den Körper auf diese Strapazen vorbereiten und dass ich auch wirklich mehr mache, als ich nachher in der Antarktis vollbringen muss. Ist mir aber lieber, jeder Tropfen Schweiß, den ich jetzt hier vergießen kann, ist nachher in der Antarktis umso leichter. Kälte und ewiges Eis. Eigentlich kein guter Ort für Menschen. Doch Martin Schwedt will im Dezember zum Südpol wandern, ganz alleine. Als einziges Lebewesen im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Martin Schwedt geht an die Grenzen, obwohl der Krebs in seinem Nacken sitzt. Kälte, wenig Luft zum Atmen. Da, wo Leben fast keine Chance hat, fühlt er sich lebendig. Man findet zu sich selbst, man entdeckt sich selbst von einer ganz anderen Art. Und das sind halt einfach Sachen, die einen dann prägen und einen den Charakter einfach dann so weit entwickeln, dass man sich selbst von einer ganz anderen Seite aus kennenlernt und dann das wiederum in den Alltag mit einbringen kann und das Leben anders wahrnimmt und genießt. Haupthindernis auf dem Weg zum Südpol ist im Moment das Geld. 80.000 Euro kostet die Expedition. Martin Schwedt bittet im Internet um Spenden. Und dann zieht er wieder seine Runden im Wald mit Husky-Hündin Dakota und dem 70-Kilo-Reifen im Schlepptau. Sowas gab es am Bodensee noch nie. Also einmal hat eine Dame die Polizei gerufen. Die meinte, irgendjemand hat einen Traktorreifen geklaut und zieht ihn vor sich her. Da kam natürlich die Polizei, die Herren kannten mich aber, haben dann natürlich nur gelacht und gefragt, ob es auch ein Winterreifen sei, ob er verkehrstauglich sei. Haben mich dann weiterziehen lassen, die kennen mich schon. Aufhalten lässt er sich nicht. Trotz des Tumors in seiner Wirbelsäule hat Martin Schwedt viele Pläne. Der wichtigste, weiterleben.